Hi, willkommen bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday. Willkommen zu meinem Einblick in Half-Life Alyx. Wenn ihr wollt, auch ein Let's Play. Ja, ich begrüße euch ins Jahr 2021. Vielleicht wird's ja besser. Und da ich jetzt auch PC-mäßig aufgerüstet habe, dachte ich mir, ich spiele mal Half-Life Alyx mit HTC Vive. Also, machen wir mal ein neues Spiel. Ich habe schon mal angefangen, aber wir machen ein neues. Originalspiel, Kapitel 1, Schwierigkeitsgrad. Als Test mache ich erstmal nur mal leicht. Teleportation rechts, ja, let's go. Na, der Vorgang läuft. Ja, was soll ich sagen? 2020 war nicht so erfolgreich das Jahr. Vielleicht wird dieses Jahr besser. Hauptsache der Corona ist endlich, Mist ist endlich vorbei. Aber wir werden sehen. Drücke zum Start. Auf Trigger. Let's go. Es sind 5 Jahre vor dem Zusammenbruch der Zitadelle und dem Tod von Ellie Vance. Subjekt Alyx Vance, Alter 19, Geschlecht weiblich, Zugehörigkeit menschlicher Widerstand. Aktueller Auftrag, Aufklärung. Half-Life, Alyx. Und da sind wir auch schon im Spiel. Es sieht fantastisch aus. So, dann wollen wir mal loslegen mit dem Spiel, ja? Ja, die Steuerung weiß ich schon. Guckt mal, ob man hier machen kann. Das ist schön. Weg. Können wir mal ein bisschen malen, ja? Ah, ich habe gewonnen. So, legen wir mal los mit dem Spiel, ja? Wir haben einen Anruf von Ellie Vance. Alex, how's it looking up there? It's good, Dad. Metrocop movement is normal. Same for the Combine patrols. How's it going in the stockyard? One Combine mini reactor from a shipment of 4,000. They're never going to miss it. Here, see for yourself. And not only that, someone's hacked into the Combine construction network. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. 1 minute and I'm out. Guaranteed. Oh, also, I spotted the Combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. That is all. Well, we'll look into it when we get back. What is this? Meet back at the safe house, baby. We'll be there soon. It looks like... What is it, Russell? Would you... Terrific. Da war's vorbei. So, wir müssen jetzt da lang. Wie gesagt, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, dann sagt mir Bescheid. Ich würde auch ein Let's Play zu dem kompletten Spiel machen. Ansonsten mache ich nur einen Einblick. Also, gehen wir mal weiter. Oh, das war zu nah. So, dann guckt euch mal die Grafik an. Das Spiel sieht einfach so fantastisch aus. Ist übrigens auch das beste VR-Spiel für PC. Meiner Meinung nach. Ja, das weiß ich ja. Da lang. Muss mich immer so ein bisschen orientieren, wo ich gerade stehe im Raum. Tür auf. Man könnte auch. Oh, my God.
Schauen wir, das ist im Video nicht zu laut. Ja, weiß ich doch. Ja, alles klar, fortsetzen. Weil auf mein Headset ist es gerade ziemlich laut. Gut, dann da lang. Auf die Tür. Jo, was ist das denn? Kann man dich füttern? Kommt da was raus? Oh ja. Hier, Happa Happa für kleinen Papa. So, was ist denn das? Water Flavor. Okay. Was haben wir hier noch? Da ist eine Kamera. Ah, da kann man sogar. Okay. Ich tue die Kamera mal da drauf richten. Oh, für die junge Generation, das ist eine VHS-Kassette. Damit hat man früher Filme aufgenommen. Gibt's heute nicht mehr. Da lang. Gehen wir ein bisschen weiter hier. Auf die Tür. Oh, es sieht einfach nur so gut aus, das Spiel. Leider ist halt VR für PC ziemlich teuer. Ich habe mit meiner Brille halt ein kleines Schnäppchen geschlagen für die HTC Vive, aber ja. So. Oh, ich bin reich. Klopapier. Oder eine Rolle. Ha? Hallo? Müll. Hier ist es ganz schön dreckig. Hier hat auch schon lange keiner mehr Sauberung gemacht. Kann das sein? So. Es ist auch cool, dass man mit allen möglichen Gegenständen hier interagieren kann. Ja, wartet doch mal. Ich will mal hier rumgucken. Da kann ich leider nichts machen. Da fehlen die Hähne. Da ist nass. Okay. Was willst du denn? Alex, are we good? Yep, they got the reactor. Easy peasy. I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. Go. We'll be in touch. Stay safe. Ich glaube, ich sollte weitergehen. Hier kann man nicht aufmachen. Oh, Stifte. Oh, das meint aber nicht. Schade. Ih, was war das denn? Ih. Eine Taube. Alex, Alex, over here. What is it? This doesn't seem like a routine sweep. Are you sure everything went okay? 100%. Okay. Something's got the CPs piled up. Keep your head down and be smart. Tschüss. Ja, oder? Tschüss. Soweit ich weiß, kann man hier im Moment eh noch nicht viel finden. Deswegen gehen wir mal weiter. Auf das Ding. Ist auch nicht nett. Greife noch. Ja, alles klar.
Achso, ich habe das ja ausgestellt, ja. Bücken hier. Spiel mal für mich ein bisschen Laser drehen. Ein Moment. Ja, ob das jetzt wirklich Laser geworden ist, weiß ich noch nicht. War das im Spiel? Verflechtung. Where are you taking me? Where's my father? Hello? Okay, gleich weiter. Ein Moment. Ich muss noch mal kurz was umstellen. Die Aufnahme läuft noch, ja. So. Könnte es vielleicht besser sein. Ah, nicht wirklich. Egal. Damn it, where's my father? I'm warning. Tell her to stop moving around back there. Stop moving. Das war eine Granate. Hallo. Ich hab schon eine Headset auf, aber danke. Alex, you there? You've got to get moving. Russell, I've been in an accident. I know! I caused it, so technically not an accident. You've got to get moving. Wait, where's Dad? He's fine. Follow the drone. So, Dad's okay, right? Yeah, well, no. To be honest, he's a huge drop. But... they've still got him. He was in a separate transport. And you saved me? Well, yes. I had no way of knowing who was in which van, so... yes, the result was that I saved you. Do we know where they're taking him? Criminal holding. And then, when they realize he's Eli Vance, it's a Nova prospect. But I'm already working on a plan to get him back. You're close to my lab. Keep following the drone. We'll figure out what to do. Russell, what did you guys find back there? Well, that's the crazy thing. I don't know. Just blurry pictures of a building. The Citadel? No, something else. And whatever it is, they're gonna kill anybody who saw it. And anybody who knows anybody who saw it. Which means us and your dad. Russell, just hang on. I'm almost there. Da ist nichts drin. So, dann gehen wir mal weiter, bis wir unsere Waffe kriegen. Geht zu. Ja, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, dass in Zukunft wahrscheinlich mehr VR-Titel kommt für PC. Aber das werden wir ja noch sehen. Oh, ein Spielplatz. Ich glaube, ich sollte da lang. Hopp. Alex, everything cut out
be there in a minute. Hammer ab, das Teil. So, mal kurz da richtig hinstellen. So. Genau. Muss ich aufpassen, weil so eine große Wohnung habe ich nicht. Muss schon lang. Da drüben, oder? Yep. Ah, gar nicht gesehen. Kuckuck. Was sind wir denn jetzt? Jetzt müssen wir in irgendeine fremde Wohnung rein. Telefon. Hat keine Schnur. Hä? Wait. Aha. Alex, great. Okay, let's wait. My drone's okay, right? He's kaputt. Nope, it exploded. I'm fine, by the way. Right, good. Let's see. That's the main. Ooh. Russell, they've got Dad. I know. This is bad. They're gonna find out what he knows, and then, yeah, they're gonna kill him. Oh God. But the good news is we've got something they don't. Which is? My plan to get him back. Great. Let's hear it. Now, pretty soon they're gonna realize that your dad is not gonna talk, and when that happens, he's off to have his brain sucked out. Russell. Potentially. Maybe not though. I mean, they could just drill into Stop. His. Oh, yeah, still your dad. Right, well, what they will do is take him by train from here. This is Eli to Nova Prospect. And if he gets on that train, that's it, right? Not necessarily. Grab something that represents us. Okay, that's you. I thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this plan to work. All right. Fair enough. Just outside, there's a second train that also leads out of City 17 through the quarantine zone. Okay. Both trains intersect here at Fairview Junction. You take your train, get there before his train, and hack into the controls. That'll let me take over the system. Train comes to a halt, you deal with the Combine situation, and we get your dad back. Sounds good. Where's the train I'm taking? Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. I have a few sets through there. You can calibrate them out by the ship. Got it. We can do this, Alex. You got that, didn't you, that I said we could do it? Because we're gonna do it. Yeah, we are. Alles klar. I'm with you verstanden. Every step of the way. Oh, guck mal da in dem Fernseher. Da sieht man sogar, wie ich guck. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wir müssen jetzt unsere Handschuhe holen. Das wichtigste Spielzeug im Spiel. Unsere Handschuhe. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt hier meine Health und so seht. Das kann ich mal kurz nachgucken. Einen Moment. Ja, ihr seht unten links das. Genau. Dann können wir weitermachen. So, da bin ich wieder. Ja. Das sind jetzt die Handschuhe. Die zeigen an, also für mich, ich habe die Anzeige, die ihr auf dem Bildschirm habt, nicht. Ich sehe es nur über die Handschuhe, wie viel Munition ich habe und wie viel Energie. Die nicht so gut aussieht. So, gehen wir weiter. Und hepp. Da lang. Hier glaube ich, gibt es noch gar nichts. Nee. Jetzt werden uns die Handschuhe right, vorbeigebracht. Aim at something with your hand open. Genau, das ist das Coolste mit den Handschuhen. Yep, ich kann jetzt Gegenstände zu mir holen. That's it. Great. Try again. Just like that. One more time. Was echt cool ist. Excellent. Now make a fist. Registered. Now flick your wrist to bring it in. Boom. Das fühlt man sich gleich wie so ein Jedi. I almost forgot. Alex, up here. You're gonna need a gun. Don't worry. Kann ich die auffangen? Nee. It's unloaded now. Oh, almost forgot. Guns need ammo. Ja, ich brauche Munition. Here you go. Die kann ich mir holen. Hallo? Drücke die Taste oder zieh den Schlitten. Das ist cool. Das ist schon echt cool gemacht.
Ja, die Waffen kann man auch noch upgraden. Dafür braucht man solche... wie nennen sie es? Polymorphen oder so? Ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Ey, die ist sogar noch voll. Also grafisch gesehen ist das Spiel einfach nur fantastisch. Einfach nur fantastisch. So, gehen wir weiter. Jetzt fängt das Spiel langsam erst richtig an. Oh, you took care of that lock then. Good. Yep. Great. Did have the key for it, but should have given you that. That's Wirft die Munition, ja, das weiß ich. Hier sehen wir, also ich sehe jetzt, dass ich 10 Patronen extra habe und hier unten an dem weißen Punkt sieht man, wie viele Kugeln noch im Magazin sind. Und ihr habt ja unten links, glaube ich, und rechts letztes Anzeigen. Deswegen, ja, ihr seht das halt anders. Ja, alright, ich muss jetzt glaube ich nicht zufahren. Next stop, Fairview Junction. Thanks, Russell. And good luck, Alex. Also, Goodbye. Weiter geht's. Obviously, just to let you know, I am still here, though. Oh. Ah, scheiße. Ich hab glaube ich gerade das Magazin ausgeworfen. Ich sehe gerade, meine Controller sind nicht mehr ganz so voll. Ich weiß gar nicht, ob ihr die gerade seht im Bild. Aber es sind schon echt cool gemacht, die Dinger. Damn it, mein Magazin ist weg. Hallo, Alex? We might have a problem. Probably nothing to worry about, but... Muss ich meins von hinten nehmen. Did the train stop? It stopped, didn't it? Yeah, what happened? Ah, it's jammed. When the Combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security. Which means? Yeah, you're nowhere near Fairview Junction. You're just outside the QZ. And this is as far as we get by train. Then I'm headed on foot. Good. I'll see if I can get you in some other way. Oh, und jetzt geht's los. Das Spiel. Ich könnte mir jetzt einen Helm aufsetzen. Ich weiß nicht, ob ihr den seht, aber ich habe den auf. Aber brauche ich nicht. I got a dead zombie here. I thought the Combine sealed up the QZ. This one must have squirted out. I've heard they've had trouble with barnacle spores outside the containment area. But not about fellas like this. Probably not a one-off then. I doubt it. Zack. Und neues Magazin. Ja, die Stelle hier habe ich noch gespielt. Und ein Stückchen noch und dann hatte ich dann aber erstmal aufgehört. Weil ich wollte erstmal gucken, ob das hier alles funktioniert mit meinem Computer und mit der VR-Brille. Und ja, es funktioniert. Genau das sind die Dinger. Would you look at that? Er sagt's auch nochmal. Resin. And if there's resin around here, there should be a Combine Fabricator. Keep an eye out. We might be able to upgrade your firepower a bit. Ich weiß gar nicht. Oh, das ist noch ein Magazin. Das nehme ich gerne mit. Jetzt habe ich 20 Schuss plus die 10 macht 30. Okay, 40. Oh. Schau mal. Muss auch treffen können, gell? Man kann auch mit beiden Händen zielen, was ziemlich geil ist. Aber ja, sollte ja auch so sein, oder? So. Geht, geht. So. Gehen wir mal weiter. Stuhl brauche ich nicht. Ach ja, jetzt bekommen wir unser neues Gadget, mit dem wir Sachen hacken können. Huh. I think I can reroute this with my multi-tool. You what? It's a tool with multiple functions. Alex, that thing's incredible. You need an incredible brand name. Something that really sells it. Who am I gonna sell it to? The Combine's not going to be here forever. You should be thinking about the future, Alex. Well, how about I call it the Alex? A little derivative of the Russells, but so yeah, provisionally, sure. The Alex. Yeah. The Alex. Das arme Tierchen. Aber ich muss mich heilen. Das ist eine Heilstation. Ein bisschen ist sogar noch Saft drauf. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Ist ja leer. Oh, schade, man kann es nicht draufstülpen. Guckt mal da. Das aussieht. Das braucht man übrigens, wenn ich es schon gesagt habe, um die Waffen abzugraden.
um sie zu verbessern. Mit Visier und so. Taste schnell zum Waffen oder Hand zu wechseln. Ah, okay. Gut zu wissen. Ist da noch was drin? Ey, man muss hier echt überall reingucken, weil überall könnte was sein. Hebe schwere Objekte mit beiden Händen. Achso, da muss ich. So, und hepp, weg damit. Ich muss mal gucken, wo ich hier gerade bin im Raum. Nicht, dass ich hier irgendwas umschmeiß. So. Genau, dann weiter geht's. Ja. Können wir gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Aber ich glaube, hier war soweit nichts mehr. Hallo? Das nimmt er nicht. Was ist das denn? Wasser. Alles leer in dem Spiel hier, außer die Bierflaschen. Oder Wodka. Hier ist auch noch was drin. Gut. Soweit ich weiß, habe ich hier nichts mehr gefunden beim letzten Mal. Was ist denn das? Hey. Eck. Ah. Ich muss da aufschießen. Oh, jetzt hat es aber kurz geholt. Warum auch immer. Oh, careful of that barnacle, Alex. Ah. Ganz nette Typen sind das. Hier kannst du haben. Von denen sollte ich mich nicht erwischen lassen. Ja, es. Ekliges Vieh. How do you meet my dad anyway? You guys work together at Black Mesa, right? Yeah. Well, no. Tricky place to get a job at, actually. I interviewed at Black Mesa. They said try again in a year. I don't need to tell you what happened after that. Lucky break for me, really. Not a lot of survivors. Honestly, it's a miracle you and your dad got out of there. Hallo? Jetzt. So, ich hab. Na, nicht ganz 50 Schuss. So. Du bist free. Geh weg. Ihr seid alle free. Weg mit dir. Sollst du das jetzt fallen lassen? Hier war, glaube ich, gar nichts drin. Außer Dunkelheit. Nee. Eck. Die. Da werde ich nicht durchkommen, das heißt, ich mache dich auch noch weg. Da hast du gar noch was fallen lassen. Oh, da liegt auch noch was. Ja, manchmal kann man auch bei Leichen einfach gucken, ob sie was haben. Manchmal haben sie was, manchmal nicht. Ach ja, ich muss jetzt da oben das Ding betätigen, genau. Hier war aber da hinten, glaube ich, noch was. Genau. War sonst noch irgendwas? Nee, halt. Da habe ich doch was blinken gesehen. Ah, guckt euch mal das an, wie eklig das aussieht, ey. Ist das eklig. Ja, das Spiel ist nichts für Kinder. Oh, guck mal, das sehe ich gerade, dass man die Dinger hier aufmachen kann. Ist da was drin? Das habe ich beim ersten Mal testen nicht gesehen. Die ist leer. So. Da muss ich hin, aber ich will nochmal da hin. Nee, Durst habe ich nicht. Oh, wie das aussieht. Da haben wir noch was. Ja, das wird ganz wichtig, das Zeug. Da ist auch noch was. Von denen sollte man echt viele mitnehmen.
I take it the quarantine zone is behind this hatch? Yeah, that's where they keep it. Das muss ich aufmachen. I'll look around for a control panel to open it up. Ah, guck mal da. Das ist schon eklig. Oh. Komm mal runter. Oh, der hat noch was. Oh, das war meine Lampe. Komm, runter mit dir. Hässliches Vieh. Hier hatte ich auch das Gerät, wie ich da hochkomme, gell, weil ich mich nicht hochziehen kann. Bis ich mal auf die Idee gekommen bin, das Ding hier zu benutzen. Und tap. Und dann hier drauf und zack, jetzt sind wir drin. Da haben wir nochmal Munition. Wie so ein Jedi hier, ey, echt. Aschenbecher. Mit einer Kippe drin. Eck. War in dem Raum noch was? Weiß ich gar nicht. Ja, man hat im Eimer gesehen, wie es geleuchtet hat. War hier noch was drin? Ich glaube nicht, nee. Ja, überall mal nachgucken hier. Hier was drin? Nein. Da was drin? Nein. So, ich glaube, wir mussten aber hier rein. Ah, wir können auch unser Tool benutzen. Aber dann. Erschreck mich doch nicht so. Genau. Und natürlich gibt es auch Minispielchen. Hier müssen wir jetzt einfach nur. Das so schnell wie möglich. Ohne die Roten zu berühren, dahin bringen. You know, Russell. Weil. Now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Well, actually, the word quarantine comes from the Italian 40 giorni. Which means 40 days, the period that all ships were required to be isolated before crew could go ashore during the Black Death. All right. Cool. That's the control panel. They've probably scrambled the circuit. But considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. Okay. Ja, bis hin weiß ich noch, wie das alles funktioniert. Das beides auf und dann müssen wir hier drehen, damit der Laser durchgeht. So und perfekt. Und Sesam, öffne dich. There we go, finally. I'm gonna head in. How far is Fairview Junction? You'll go through the old subway tunnels on your way to the train yard. Have they started moving Dad yet? I don't think so, which is good news, because we've still got time. Oh, that's great. Or bad news, because they've already killed him. And you don't need to move a corpse, you just bury it. Or burn it. You still there, Alex? Mm-hmm. Hier ist aber auch nichts drin, okay. Gut, dann gehen wir weiter. Man könnte auch einstellen, dass man normal sich bewegt, aber wenn ich das so mache, dann wird es mir noch eine Weile irgendwann schlecht. So ist einwandfrei. So habe ich überhaupt keine Probleme. Wie? Russell, are you seeing this? Wow. Okay. Here we go. Wie? Pfui. Auf die Waffe reagiert es nicht, nur auf die Hand. Wie sieht aus? Das ist schon cool, das Spiel. Echt. Hey.
100 Schuss? Wahnsinn. So. Oh, jetzt kommt Ladebildschirm. Ladevorgang läuft. So. Was haben wir denn hier noch so? Das Stückchen habe ich auch noch gespielt. Hey, Russell. I just found a loose syringe of God knows what. Is das Heilungsspritze? Does it have a skull and crossbones on it? I don't see one. Probably medicine then. Huh. Isn't that? Will? Wir sollten mal nicht zu nahe stehen. Sonst macht das Aua. Do you hear that? What is that? Oh boy. Hi, buddy. Yeah, that's the way we gotta go. No shortcut? Yeah, that is the shortcut. Ha, was macht man da wohl am besten? Komm. Mach gut. Oh man. The barnacles on our side. Oh, der hat noch was. Nee, lass mal leben. So. Ich werde jetzt diesen Abschnitt hier noch machen. Warte mal, da war da auch noch was, oder? Genau. Oh, just so you know, the Russells have a built-in display. It shows you resin, ammo, you know, it might come in handy. Got it. Thanks. Was? Wie viel? Wo denn? Egal. Wir müssen jetzt dahin. Hier war nichts weiter. Nee. Ich lasse mich mal in Ruhe. Ist da noch was? Nee. Da! Die Kisten sind wichtig, weil da immer Munition drin ist. Hey. Hallo? 130 Schuss, meine Fresse. Guck mal, das ist aber witzig hier. Ich kann mir so eine Maske aufsetzen. Für was auch immer. War sonst noch irgendwas? Nee. Nee, auch nichts drunter versteckt. Gut, dann weiter. Hoch. Ah, das ist auch witzig hier. Nur, wir sollten nicht zu nah. Ein Tap. Nimm's mal mit hoch. So kann man die auch loswerden. Oh, warte mal. Der hat sogar Munition fallen lassen. Du auch was fallen lassen? Nee. Hier haben wir gleich zwei. Tschüss. Er hat noch Polymer für mich. Ab nach unten. Oh boy. Yeah, be careful. Oh, guck mal da. Hallo, ich wollte nicht stören, aber du musst leider weg. Weg. Von denen sind jetzt einige hier.
Ich sollte mal gucken, wo ich im Raum stehe, ey. Hier war, glaube ich, weiter nix, ne? Dann gehen wir mal. Mach mal keinen Stress, Kollege. Ruhe jetzt. So, hast du noch irgendwas? Nein. Hier noch irgendwas? Nein. Gut, dann gehen wir mal weiter. Da liegt nichts. Hallo? Weg damit. Oh. Rückzug. Muss natürlich auch erstmal. Ja, in schnellen Situationen kann das echt belastend werden. Was hält denn der alles aus? Schon mal sehen, dass die Viecher echt eklig aussehen. Pfui. Die Viecher sind übrigens die diese Menschen noch steuern. Da hinten warten noch ein paar auf mich. Der Alex, ist cool. I think that's a combine fabricator. Put something in it. I want to see how this thing works. Got it. Will it work on the Russells? No, but it should fix up that pistol nicely. Good thing too. I gave you one of my lesser guns. Thanks, Russell. Well, you know, in case it doesn't make it back. Tell you what, Russell. If I die, I owe you a gun. You owe me a gun anyway. That wasn't a gift. That's my gun. Okay. Aber erst gucken wir mal hier nach, weil ich glaube, hier war noch was. Weil bis hierhin hatte ich gespielt. Gut, Heilung brauche ich jetzt nicht. Du kannst da drinnen bleiben. Ja, was drinnen? Nein. Du bist aber wichtig. 120 Schuss. In den gelben Kisten kann man auch was rausholen. So. Da nein. Zu das Ding. Frisbee. Ist da noch was drin? Was da alles drin ist. Ist schon echt cool gemacht hier. Sogar wie sie auf alles reagiert, was man macht, ist einfach nur herrlich bei dem Spiel. Echt. Absoluter Traum. So, wollen wir mal gucken, ob wir was machen können. Also, wir müssen noch hier. Zu nah. Hier müssen alle Linien die Punkte berühren. So. Uns mal rein. Können wir denn was machen? Wir haben 16 Stück. Wir können Reflexvisier, Dauerfeuer, Kugelbehälter oder Laservisier. Das Laservisier will ich haben. Deswegen spare ich dafür, weil mit dem Reflexvisier war ich nicht zufrieden. Das heißt, wir nehmen nichts mit. Gut, hier war auch, glaube ich, jetzt weiter nichts mehr. Doch, habe ich gar nicht gesehen. Gut, wir haben 17. So. Aber Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle soll es gewesen sein mit Half-Life Alyx. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich das ganze Spiel jetzt playe, schreibt mir. Ansonsten belasse ich es bei diesem Einblick. Ich werde in Zukunft eventuell noch mehr VR-Spiele bringen. Und ja, was soll ich sagen? Das war es dann erst einmal von mir. Mein nächstes Spiel wird dann wahrscheinlich Hitman sein.
was ja jetzt nächste Woche rauskommt. Wann das allerdings kommt, das weiß ich noch nicht. Und wie gesagt, Let's Play, Half-Life Alyx, sagt Bescheid. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday bei DGV.